Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trackmania. Heute mit Dalu, Anne, Shigo, Kunran, Nils und Liquid. Anne hat sich gemutet, denn bei ihr ist irgendwie gerade Party oder so. Quark, Quark, Eisberg, Popcorn, ey. Bei mir spielt jetzt mein Gast. Anne schlägt nebenbei auf so einem Eisblock. Jonas ist dran jetzt. Ja, der spielt, aber der will nicht reden. Okay. Kann Jun überhaupt Deutsch oder hat seine Mutter ihm Thai beigebracht? Nee, der kann schon Deutsch. Der wächst bei mir auf. Achso. Ich dachte, er ist zu Besuch über die Sommerferien. Oh, was? Ich war zu schnell, ich bin gegen die. Die haben da in der Fabrik keine Sommerferien, Alter. Let's face it! Deswegen hat Nils ihn da ja rausgeholt. Alter, fliegt man übers Ziel? Ja, nein, hatte ich auch. Du knallst auf den Boden. Ich bremse einfach auch noch ab, ey. Na. Dachte echt, man fliegt übers Ziel. Ja, ich leider auch, ey. Man fliegt aber gegen den einen Checkpoint, wenn man perfekt durchkommt irgendwie. Ja. Ich wollte abkürzen unter den Trucks durch, aber Bremse wäre wieder drüber geflogen. Und Brems explodiert. Ja. Bisher ging das eigentlich. Shit, und in den letzten Truck kommt man nicht durch, sonst könnte man da ein bisschen abkürzen. Oh yeah. Was? Erster Platz an dem ersten Checkpoint? Krass. Ich gehe geradeaus. Ja. Mit einem Cheaten. Nein! Ich? Schön auch, dass der Cheater Dishonored Man 20 ist. Lol, wie gut Nils Sohn ist, ey. Ja, der muss ja nur geradeaus. Er ist ein Asiat. Also, wann habt ihr angefangen mit Zocken? Ich mit 3. Also, ich hätte das ja, hingekriegt, wenn ich in seinem Alter war. 3, 4, kommt schon hin. Arachnophobie auf dem Commodore 64. Lol, ich bin nur Zweiter bei dem ersten Check. Ah, nee, mit Tetris auf dem Gameboy, genau, damit hab ich angefangen. Also mein erstes war Mario Kart 64. Ja, ich weiß, ein bisschen spät. Das ist so geil, ey. Wir reden da über die ganz alten Games, ja. Und Nils kommt mit schon 3D-Engine. So, Nils, jetzt werde ich aber deinen Sohn mal in die Schranken verweisen. Warte. Nein, ich war zu schnell und bin gegen den Checkpoint. Ah, ja, das hatte ich auch. Ganz gerne mal StarCraft spielen, umweltwitzig. Mit Marv, LGMX Gaming. Die Holzliga. Also mein erstes. Wir haben das gecarried. Wir haben doch sogar ein Match, glaube ich, gewonnen. Wir haben ein Match gewonnen, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein erstes Spiel hieß. Das war so ein Spiel, wo man als Bergmännchen sich so runtergraben konnte mit dem Aufzug. Ist man runtergefahren und Klonk. Hat sich dann so. Minecraft. Klong. Minecraft, genau. Klong könnte ist schon hinkommen. Klong? Ist da so ein dicker, ja. So eine dicke Nase? Weiß nicht, so eine Art Bauarbeiter war das? Gab's nicht so ein Spiel, ich hab was dunkel, ja, ich hab's nicht selber gespielt, aber das hieß irgendwie die Wiggles oder so. Was? Und die Lemminge habe ich gespielt, die ganz alte Schwarze. Lemminge kennt ja zum Beispiel gar keiner mehr, das gibt's ja auch. Es gibt kein. Ja, also es gibt doch keine noch neue Version. Also es gibt noch so aber bunte 2D-Versionen davon. Aber der Spruch alleine. Wie die Lemminge, das ist doch. Kennt ja eigentlich jeder. Ja, oder ja, als ob das heute noch wer sagt, das wird niemand mehr sagen. Kennst du den Comiczeichner? Lemminge sind halt einfach. Ja, aber wir sagen das, weil wir es kennen, aber von den. Entschuldigung, Nils. Aber in der heutigen Generation wird da keiner mehr auf diesen Satz kommen. Man wird alt. Wie gesagt, gibt einen relativ guten Comic auf Facebook oder so eine Seite. Lemminge? Ja, den Lemming-Witz. Also, ich weiß nicht lustig, die haben wohl so Bücher veröffentlicht jetzt auf Facebook. Und da gibt's halt immer die sind super. Bezahlt. Gibt's auch das Filme ist ein bisschen zu. Wie Ralf Rute. Ja, ich mag Ralf Rute gar nicht so gern. Ralf Rute ist so Werner-mäßig, das ist so Werner ist hau drauf auf die Werner Kacke. Hau drauf auf die Kacke, das ist nicht so mein Ding. Nicht lustig ist ein bisschen subtiler und zynischer. So. Das muss eben eher mein Ding. Ich finde die Werbeparodien von Ralf Rute sind super geil. Yeah. Also es ist nicht so, dass ich Ralf Rute generell nicht mag. Also ich finde auch einige Sachen witzig, aber manche sind mir dann auch zu slapstick-mäßig irgendwie. Bitte nicht gegen die Decke fliegen. Danke. Aber ja, erste Spiele, dann habe ich eine Frogger-Version gespielt. Und waren das noch? Ach genau, Tony and Friends at Kellogg's Land. Kennt das jemand von euch? Das kenne ich, glaube ich, sogar auch. Ah, oh, das haben wir so totgesuchtet. Das war ein Jump'n'Run, ne? Ja, genau. Und weil wir immer nur eine halbe Stunde spielen durften am Tag und man da nicht speichern konnte, haben wir das perfektioniert und dann haben wir immer hintereinander gespielt, anderthalb Stunden am Stück und waren irgendwann so gut, dass wir das komplette Spiel in anderthalb Stunden durchgespielt haben. Hey, jeder durfte eine halbe Stunde spielen und bei dem anderen trotzdem zugucken, oder wie? Ja, wobei später haben dann unsere Eltern eingeführt, dass Zuguckzeit auch Computerzeit ist und dann hat sich das erledigt. Was ist denn sowas?
so Loopholes finden. Ja, ja, ganz genau. Also ich weiß, ich hab damals, erster von uns, erster Deutscher auf dem Server. Nicht letzte, zweiter. Ich hab damals Ocarina of Time bis zum Wassertempel geschafft, als ich 5 war. Und da konnte ich noch nicht lesen. Das heißt, ich habe das komplette Spiel bis zum Wassertempel mit Trial and Error geschafft. Nice. Und ich habe es übrigens in späteren Versuchen nie über den Wassertempel hinaus geschafft. Beim Wassertempel gab es ja noch die erste Sache, wo du auf das hören musstest, was dir gesagt wird, mit dem Sonnenpfeil da. Wär's ja nie drauf gekommen, den Spoiler. Pfeil in die Sonne zu schießen. Aber den Feuerpfeil konntest du nur erst kriegen, wenn du den Wassertempel schon geschafft hattest. Du bist nur Spoiler! Ja, ich hab's nie bis zum Mittelboss, also zu dem dunklen Link. War toll, ich wollte nächste Woche mein Let's Play anfangen. Danke. Alles danke. Vorbereitet. Ja, Overlays. Dickes Blind Let's 10 Play. Stunden reingestellt. Ja, schon alles aufgenommen und ihr spoilert es jetzt. Ja, wenn er eh schon alles aufgenommen hat, können wir ja nicht mehr spoilern. Ja, aber alle seine Zuschauer, die das jetzt nicht mehr angucken wollen bei ihm. Ja, das ist halt blöd gelaufen. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner... Wie fahren manche Leute denn? Wie kann man denn die erste Kurve so mega weit außen nehmen? Also es gibt Leute, die mögen Ocarina of Time nicht. Ja, aber du kannst es nein, ja das hättest du aber sehen müssen, Anne. Hättest du es auch gesagt. Hättest du aber sehen müssen, Anne. Du meinst nicht. Nein. Du kannst doch nichts mögen, was du nicht kennst. Oh, das shit. Anne, aber nichts nicht mögen. Was, du kennst mich nicht, aber du magst mich? Das ist aber nett, Nils. Ja. Jetzt kurzes Zögern. Ja. Ja, Anne. Ja, genauso. Natürlich. Genau das wollte ich sagen. Bitte. Oh, gegen die Wand, das ist nicht so cool. Oh nein, ach komm! Oh shit! Wie lang ist die denn? Oh, ich dachte, nach diesem Looping ist da Ende und ich fahre mit Vollspeed da durch. Und jetzt auch noch so ein dicker Sprung und wenn ich den jetzt verkacke, was nach dem Sprung kommt das Schlimme. Ach, da kommt noch ein Sprung. Da kommt ein total krasser Sprung. Und dann ist sie übrigens immer noch nicht zu Ende. Wo muss man da denn hin? Ganz nach dem Wallride-Sprung. Ganz links. Oh, und ich fahr ganz rechts, ey. Spring gegen den Säulen, falls was da. Doing it wrong. Erster, boah, der ins Ziel gekommen ist. Was man da für einen Überschuss, ja, hat. Von Nils nach dem Wallride. Ja, den Wallride, da holst du die meiste Zeit raus. Ich glaube einfach alles holst du an dem Wallride raus. Beide. Boah, gönnst du eine Sekunde nur besser. Oh! Ich bin halt, glaube ich, 38 Sekunden in der Luft gewesen. Ich bin mit Vollspeed da hochgeflogen. Oh yes! Ich krieg's noch hin, immerhin komm ich dann. Was ist das für ein Scheißsprung? Die Strecke ist voll gut eigentlich. Ja, ich bin oh Gott, was ist das denn für eine Kurve? Ich finde, die Strecke könnte jetzt zu Ende sein. Aber ich muss man nicht erst abpfeifen. Spielerbruch. Wobei das EM, Leute. Unspielbare Verhältnisse. Nein, nicht der. Wusstet ihr, dass wir den Warcraft-Film früher in den Kinos hatten, wegen der EM? Ja. Echt? Oh, ja. Krass. Oh. Die Amis haben den ja noch gar nicht gehabt. Ach stimmt, ach deswegen, oh mein Gott. Aber die Amis gucken auch eher. Nee, das ist nicht so krass wie bei uns. Ja, was? Das ist so krass natürlich. Ja, aber genau deswegen haben wir Kinofilme früher gehabt. Das ist doch mal nett. Haben wir EM und einen Kinofilm früher? Das ist ja doppelt geil. Also. Ja. Aber ich den Film nicht war gesehen. Was war der Kinofilm früher hier? Was war der Grund dafür? EM. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Weil alle Leute EM gucken und dann nicht ins Kino gehen, weil die Deutschen einfach dumm sind. Er hat's gesagt. Da hab ich nicht gesagt. Darum mag jeden nicht der Fußball gespielt. Ja, okay, Moment, stopp. Dann gebe ich euch ein Beispiel. Habt ihr das mit der Kinderschokolade mitbekommen? Oh ja. Ja, mit Boateng, wo dann ein Riesenaufschrei ist. Der ist ja gar nicht weiß, aber EM feuern sie ihn alle an. Ja, ja, das war aber auf mit dem Nachbarn. Aber auf die das gab's auch mit der Kinderschokolade. Das aber auf die Kinderschokolade darf der nicht. Nee, da haben sie die Kindergesichter oder Gesichter aus den Kinderfotos der Nationalspieler auf Kinderschokoladenpackungen gemacht. Und dann noch Boateng und der war schwarz. Und dann haben Leute bei Facebook gepostet mit diesem Bild. Ja, ja. Ey, was ist los mit euch? Das kann ja wohl nicht sein, dass er jetzt ein schwarzes so Gesicht weit ist es schon. Genau, aber BM darf er dann wieder ein Tor schießen. Deutschland. Yeah. Genau. Der Rüdiger ist ja Boateng. Zum Beispiel auch drauf. Das ist ja... So, aber ja, das meine ich mit dumm, ja? Was Fußball angeht, sind wir sehr fanatisch. Gauland besser. Der, ich kriege die Strecke nicht zu Ende, ne? Boateng ist zwar ein guter Fußballer und so im Fußball würde man ihn respektieren, aber als Nachbarn möchte man ihn dann nicht haben. Ja, so einen wie den will ich nicht als Nachbarn haben. Ja, das stimmt. Den will, glaube ich, auch keiner als Nachbarn. Ich glaube, niemand möchte einen AfD-Menschen. Aber das ist doch wieder das Kernproblem der AfD. Auch wenn wir mal was zu lachen haben will, ist das bestimmt ganz angenehm.
No! Ja, das ist leider nicht mehr zum Lachen. Das ist die zweite Folge. Hey, wo geht's hier lang? Das ist schon die zweite. Können wir gleich noch ein bisschen Anne, du hast doch schon eine Zeit gefahren. Wo hast du dich denn jetzt verfasst und nicht? Hast du nicht gesagt, du bist ins Ziel gekommen? Nee, nein, ich bin hinterher gefahren. Ich hab das Ziel nicht gefunden. Wo muss man denn hin, Grant? Oh nein, Was, nein, nein, hin nein, nein. Wo? Da. Ah, okay, ich weiß nicht. Ich geb's auf. Du warst ja gar nicht so schlimm, wie ich gefahren bin. Meine Zeit wird jetzt richtig schlecht. Oh, da ist das Ziel. What the fuck? Ich hab mit Zeit gefahren. Boah, 9 Sekunden lang. Und der Bob, ich... Oh, bin nur einmal ins Ziel gekommen. War schlechter als ich. Klasse Spiel, Leute. Hallo, was macht denn mein Auto jetzt? Das gibt's ja wohl nicht. Was wird das für eine Aktion? Unglaublich. Oh, Top 11. Ist er jemand besser? Oder? Ja, ich bin Sechster. Von Nils. Ach, hat keiner gesehen, Leute. Platz. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein hier bei Trackmania. Schaut beieinander vorbei. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Tschüss.